Mary, was ist los? Warum schreibst du denn gar nicht mehr? Was ist mit dem Typen? Mary, bitte sag etwas, ich mache mir Sorgen. Mary, melde dich! Tom dreht bald durch vor Sorge, überlegt fieberhaft, was er als nächstes tun könnte. Völlig nervös wandert er im Zimmer auf und ab, als ihn Mary endlich wieder anschreibt. Du, Tom, ich hatte gerade das totale Horrorerlebnis. Mary, Gott sei Dank, dir geht es gut. Was ist passiert? Ich bin ja auf diese Person zugegangen. Ich habe dir ja von diesem Gestank erzählt. Ich konnte nichts erkennen und sie hat sich nicht gerührt. Also bin ich ja um sie herumgegangen. Und als ich ihr ins Gesicht geleuchtet habe, war das nur eine verfaulte Gestalt. Es kam ihr bereits Maden aus Augen, Nase und Mund gekrabbelt. Mir war so schlecht. Vor Schreck bin ich hingefallen, hab mir den Kopf gestoßen. Und dann hat mich irgendwas berührt. Oh Gott, Tom, bitte halte mich nicht für verrückt. Und dann konnte ich ganz deutlich spüren, wie irgendwer oder irgendetwas durch mich hindurchgegangen ist. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber bitte, bitte glaub mir. Bitte beruhige dich. Manchmal spielen einem die Sinne einen Streich. Und dann habe ich mir den Kopf gestoßen und dieser komische Typ war weg. Einfach weg. Mary, das klingt alles ziemlich komisch bei dir. Du weißt, ich glaube nicht an Geister oder so. Tom, bitte, ich habe mir das nicht eingebildet. Und das Schlimmste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich konnte das Flüstern ganz kurz deutlich hören. Sie haben gesagt, wir kriegen dich. Das klingt ja furchtbar. Tut mir leid, dass du so einen Stress hast. Das Flüstern hat übrigens eben aufgehört. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Momentan ist alles ruhig. Keine Menschenseele weit und breit. Aber der Fahrtenmonitor ist ausgefallen. Ich habe also keine genaue Ahnung, wo wir sind und wie lange es noch dauert. Was soll ich machen? Geh weiter Richtung Lok. Irgendwann musst du ja mal auf einen Menschen treffen. Der Zug fährt sich ja nicht von selbst. Ich werde derweil mal bei der Bahnhotline anrufen und versuchen, etwas in Erfahrung zu bringen. Bitte, halte mich auf dem Laufenden. Mach ich. Und Tom? Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch, mein Schatz. Bis gleich. Zehn Minuten später. Du, Tom, ich wandere hier immer weiter durch den Zug. Weiterhin keine Menschenseele zu sehen. Aber irgendwie wird es kalt. Hast du irgendwen an der Hotline erreicht? Nein, ich hänge hier nur in der Warteschleife. Das gibt es doch gar nicht, dass gar keiner im Zug ist. Ihr müsstet doch auch längst angekommen sein. Hier ist jetzt ein Waggon mit verschiedenen Abteilen. Die Vorhänge sind alle zugezogen. Ich schau mir das mal an. Ist gut. Die Bahn hat echt größere Probleme anscheinend. Ich höre immer nur, aufgrund einer technischen Störung kann es aktuell zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sei bitte vorsichtig, Mary. Bin ich. Ich öffne jetzt das erste Abteil. Es klemmt. Ich versuch's beim nächsten. Mary geht vorsichtig zum nächsten Abteil und rüttelt an der Tür. Wieder nichts. Verflixt!
vermaledeiter Zug! Mary geht weiter. Auch das nächste Abteil ist verschlossen. Plötzlich fängt das Licht an zu flackern und geht dann ohne weitere Vorankündigung aus. Eine Musik ertönt. Und ein Kinderlachen. Scheiße, scheiße, scheiße! Das Licht ist schon wieder ausgegangen! Tom, bitte hilf mir! Tom, wo bist du? Was soll ich machen? Tom antwortet nicht. Mary hat eine Höllenangst. Ihr Herz pocht wieder wie verrückt. Sie versucht mit der Handytaschenlampe wieder etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Viel kann sie nicht erkennen. Marys Licht erhellt nur einen kleinen Bereich direkt vor ihr. Ein leises Raunen liegt in der Luft. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Flüstern von vorhin. Aber man merkt, dass eine Spannung in der Luft liegt. Die Musik spielt immer noch. Und da lacht eindeutig ein Kind. Es scheint von weiter vorne zu kommen. Langsam bewegt sich Mary vorwärts. Mary fröstelt es. Die Heizung muss in diesem Waggon ausgefallen sein. Plötzlich sieht sie im Halbdunkeln vor sich ein Kind. Ein Mädchen mit dunklen Haaren, eindeutig jünger. Anhand der Größe würde Mary es auf vielleicht 7 Jahre schätzen. Aber das Gesicht kann sie nicht wirklich erkennen. Völlig geschockt bleibt Mary wie eine Steinstatue stillstehen. Sie kann gar nicht erfassen, was gerade passiert. Dann gibt sie sich einen Ruck. Ein anderer Passagier! Endlich ein anderer Passagier! Hallo, du! Das Mädchen steht vor ihr, vielleicht 7 Meter von ihr entfernt. Es blickt in ihre Richtung. Der Kopf des Mädchens ist leicht gesenkt, so dass ihr die Haare vors Gesicht fallen. In der Hand hält das Mädchen irgendwas. Mary kann es nicht richtig erkennen. Bitte lauf nicht weg. Ich bin so froh, endlich einen anderen Menschen zu sehen. Weißt du, wieso es hier so leer ist? Mary spricht mit zittriger Stimme. Das Mädchen kommt ihr unheimlich vor. Immer noch spielt von irgendwoher die Musik einer Spieluhr. Sie scheint aus dem Abteil zu kommen, vor dem das Mädchen steht. Bitte sag doch was. Keine Antwort. Das Mädchen hat ein Kleid an. Es sieht ganz schön schmutzig und verdreckt aus, soweit Mary das im Zwielicht ihrer Taschenlampe überhaupt erkennen kann. Ich komme jetzt näher. Vielleicht können wir uns ja was unterhalten. Vorsichtig und langsam bewegt sich Mary auf das Mädchen zu. Wo sind deine Eltern? Sind sie auch hier im Zug? Vielleicht in dem Abteil da? Ein leichtes Zucken durchläuft den Körper des Mädchens. Mary bleibt stehen. Sie ist nicht nur von dem Zucken des Mädchens irritiert. Etwas hat auch ihre Schuhe berührt. Eine dunkle Flüssigkeit, die aus dem Abteil von dem Mädchen quillt und durch den Gang bis vor Marys Schuhe fließt. Mary schwenkt die Taschenlampe, um besser sehen zu können. Oh mein Gott! Es ist Blut! Blut fließt aus dem Abteil bis vor ihre Füße! Im gleichen Moment ruckt der Kopf des Mädchens in die Höhe und eine diabolische, tiefe Stimme ertönt. Sie sind alle tot! Plötzlich kann Mary erkennen, was das Mädchen in der Hand hält. Ein Messer, blutverschmiert, genau wie das Kleid des Mädchens. Im gleichen Moment schnellt das Mädchen nach vorne und schreit laut los.
Starr vor Schreck bleibt Mary eine Sekunde lang stehen, bis sie sich endlich aufrafft, umdreht und vor dem auf sie zustürmenden Mädchen davonläuft. Trotz ihrer Panik kann sie die wilden Fußtritte des Mädchens deutlich hören. Sie holt auf. Wir kriegen auch dich. Gib dir keine Mühe. Weglaufen ist zwecklos. Verdammte Scheiße! In Todesangst rennt Mary immer weiter. Sie rennt so schnell sie kann, doch die Schritte kommen immer noch näher. Mary stolpert, rappelt sich wieder auf. Das Mädchen ist nur noch gut 2 Meter entfernt. Oh Gott, sie konnte das teuflische Grinsen auf dem Gesicht des Mädchens deutlich erkennen. Mary rennt weiter, sprintet durch die Waggons. Nimmt das denn gar kein Ende? Gleich haben wir dich. Mary rast im Halbdunkel durch die Waggons, versucht im Lichtschein ihrer Taschenlampe nicht an irgendwelchen Stühlen und Tischen hängen zu bleiben. Das Getrampel hinter ihr wird immer lauter. Es hört sich fast so an, als ob eine ganze Menschenherde hinter ihr her ist. Mary versucht, das auszublenden. Sie darf sich nicht umdrehen. Sie muss auf den Gang achten. Verfluchte Scheiße, was ist das? Mary spricht in Gedanken mit sich selbst. Vor ihr endet der Zug. Sie ist am letzten Waggon angekommen. Panik und Todesangst steigern sich ins Unermessliche. Was soll sie nur tun? Jetzt haben wir dich. Da, direkt vor dem Ende des letzten Waggons ist ein kleines Abteil. Die Tür steht offen. Mary mobilisiert ihre letzten Kräfte, macht einen Riesensatz, springt förmlich in das Abteil und schlägt die Tür hinter sich zu. Stille. Plötzlich ist alles mucksmäuschenstill. Das Getrampel ist verschwunden. Es sind keine Stimmen mehr zu hören. Mary findet die Türverriegelung und schließt ab. Mary schaut sich um. Es scheint ein Bedienstetenabteil zu sein. Vielleicht vom Schaffner? Plötzlich klingelt Marys Handy. Eine Nachricht. Mary, bist du da? Die Bahn weiß nichts von einem Problem. Dein Zug nach Hause ist pünktlich abgefahren und mittlerweile auch bereits angekommen. Wo bist du? Mary wurde ganz schwindelig, als sie die Nachricht las. Wenn ihr eigentlicher Zug pünktlich abgefahren und bereits angekommen war. In welchem Zug war sie denn dann?